Kirschkuchen mit Mandelblättchen wie frisch vom Land. Zutaten für 12 Stücke für den Rhein: 1150 Gramm Mehl, 175 Gramm Butter, 175 Gramm Zucker, 11 Zweitel Vanillezucker, eine Prise Salz, ein Eigelb für Fzenk, 32 L3J, 12 Esslöffel Semmelbrösel, 1750 g Kirschen, 2 Eier, 50 Gramm Schmand, 75 Gramm Zucker, 1 k. Vanillezucker, 120 Gramm Speisestärke, 20 Gramm Mandelblättchen, Mürbeteig verkneten, in Folie wickeln, ca. 30 Minuten kühlstellen. Danach den Teig auf gemehlter Arbeitsfläche ausrollen und in eine dünn eingefettete und gemehlte Tarte von Klammer auf ca. 20 x 28 cm Klammer zu legen. Den Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen und mit Semmelbröseln bestreuen. Füllung und Belag, Kirschen putzen, waschen, entkernen, auf dem Teig verteilen. Eier, Schmand, Zucker und Vanillezucker verrühren. Stärke darüber sieben, glatt rühren und auf den Kirschen verteilen. Die Mandelblättchen darüber streuen. Kuchen im Backofen 25 bis 30 Minuten backen. Tipp: Wenn es ganz schnell gehen soll, nehmen Sie als Boden schon fertig ausgerollten Mürbeteig aus der Kühltheke vom Supermarkt. Wenn keine Kinder mit essen, Kirschen in etwas Kirschwasser marinieren.